Okay, jetzt sind die Kinder aber wirklich nicht da. Warum bellt der Hund jetzt immer noch? So, das bringt uns das nötige Eisen. Und jetzt müssen wir die Häuser wieder aufbauen, die wir in blinder Panik mal wieder abgerissen haben. Vor allem ich. Ich sag's mal so, lieber eine dezimierte Kolonie, als eine zerstörte. Sachen kannst du wieder aufbauen. Wenn die Infektion einmal überhand nimmt, dann baust du nichts mehr auf. Sniper is ready. Death, lovely death. Just give me something to shoot. My rifle is ready. Ich werde einen riesigen Sniper-Trupp bauen. Dürfen wir aber nicht vergessen, Scharfschützen kosten Essen. Hätte sein können. Last night I dreamt of brains exploding. Attention, technology research finished. Just tell me what to kill. What? You are gonna pay me for this, right? Units under attack. Ein bisschen mehr Holz. Attention. Building completed. Mehr Holz. Was missfällt ihnen? Building completed. Warum kommen jetzt eigentlich so viele? So, jetzt wird es interessanter für euch. Jetzt schaffen sie es nicht mehr. Der Unterschied von Veteranen. So. Oh, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Essen. Lockt nur alles an. Mit Scharfschützen ist es aber ein bisschen schwieriger zu räumen. Das soll auch gesagt sein. Weil die langsamer sind. So, mehr Häuser. Attention. Building completed. Are there units to bother? What? You again? So tired. Last night was amazing. What? A new task? What? Our soldiers are in trouble. More than a pain for this, right? The train has arrived at the station. Gut. Heil dich. Building completed. Noch einen mehr. Bruder. Oh! Kacke! Ach, der ist gerade gestorben, oder? Nee. Oh, die zerhacken die hier! Die Stärke von Scharfschützen liegt in der Masse. Die sind nicht besonders schnell, die sind nicht dafür konzipiert. Und vor allem natürlich in ihrer Angriffskraft. Wo wird denn hier noch gekämpft?
So tired. My soldiers are in trouble. Ich bin wieder so typisch, ja, du wirst übrigens angegriffen. They are attacking the colony defenses. Die schlagen es relativ schnell runter, wenn ich ehrlich bin. Dann müsst ihr viel mehr kaputt machen. Ah ja, so zum Beispiel. Ich brauche dann eigentlich noch eine Kaserne. Aber erstmal brauche ich noch ein paar Häuser. Ich glaube, es sind gar nicht so viele Gegner auf dieser Karte. Oh, haben die jetzt 15.000? Und die regenerieren auch mehr. Früher haben die 40 Punkte regeneriert. Der verdorbene Körper dieser Person ist enorm angeschwollen. Seine dicke Haut macht nahezu unverwundbar gegen kleinkalibrige Waffen. 30% Rüstung. Das sind starke Gegner. Das sind richtig starke Gegner. Die sollte man auch echt nicht unterschätzen. Ihr könnt natürlich auch mit Jägern. Ihr könnt die mit Jägern vernichten. Das geht. Ihr braucht aber viele. Ich glaube, unser größter Feind ist hier tatsächlich die Zeit. Ich lese immer sehr kaltes Wasser. Es steht aber Wetter. Eindeutig. Sag mal, ist hier überhaupt was? Scheint doch was zu sein, ja. Es kommt aber sehr lange nichts. Ihr sollt fleißig weiter bauen, ja. Wenn ich dann ein paar Scharfschützen habe, dann schicke ich die auf Kirsch. Sniper is ready. Brauchen wir noch nicht. Wir brauchen erstmal viel, viel mehr Energie. Merkt man das kalte Wetter halt. Ich glaube, der Gigant soll ein bisschen ablenken. Habe ich das Gefühl, ich sollte trotzdem weiter nicht aufhören zu clearen. Ich glaube, auch vieles von der Karte ist wahrscheinlich gar nicht begehbar. Oh, das gibt ihm ging es noch relativ gut. Wo bleibt denn der Zug? Der Midnight Meat Train? Der fehlt mir so ein bisschen. Was auch cool wäre, Lebensmitteltransport. Jedes Mal, wenn der Zug vorbeikommt, erhältst du plus 20 Nahrungsmittel oder so. Hättest du einen unendlichen Vorrat rein, theoretisch. Einmal dieses. 13 ist gut. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Ein bisschen mehr Holz wäre natürlich nicht schlecht. Building completed. What? Zieht euch zurück. You are gonna pay me for this. Vorhin mal, das ist diese komische Welle wieder. Es ist nicht die perfekte Welle. Das ist eher eine nervige Welle. Das ist ein doppeltes Tor, das hält ein bisschen. Und nutzt vor allem die Pausefunktion, wenn ich ehrlich bin. Die Pausefunktion ist super.
Warum geht die Tür mal wieder auf? Dazu. Ach ne, Jäger, ich wollte gerade sagen, Scharfschütze ist schon Veteran, das ging ja schnell. Geld? Ah, jetzt kommt doppelt Geld rein. Und gleich nochmal? Ja! Ja, nehmt sie ruhig mit. Die will aber nicht. Lasst sie in Ruhe, sie will das nicht. Müssen wir aufpassen. Die Geräuschkulisse ist natürlich gefährlich. Lockt natürlich alles andere an. Seht ihr's? Das ist wirklich die Gefahr. Sollte euch auf jeden Fall einen Vorteil geben. Ach ja. Ja, das ist berechnet. Auch wenn das relativ viele sind, wenn ich ehrlich bin. Oh. Ich hätte mir denken können, dass es passiert. Was? Wieso passiert das immer so plötzlich? Das kriege ich nicht mehr abgerissen. Mit hierher. Geht mal ein paar mit hier hin. Ja, die infizieren jetzt natürlich ein bisschen was. Was machst du da? Ach so, okay. Hat Sinn. Also nicht durchgekommen. Oh. Ich mich gerade ankotzt. Hier, dahin. Höchstes Ziel. Hier. Mit dahin. Das kann doch nicht wahr sein. Die verarschen mich. Habe ich das Gefühl. Aha. Nicht gut, nicht gut. Warum schießt ihr nie auf die vor euch, verdammt? Bitte greift das nächste Ziel. Hm, der da hinten sieht doch nett aus. So.
ehrlich gesagt. Ich baue jetzt gleich mal ein paar Ballisten hier in einige Positionen. Ich dachte, es ist nicht notwendig, aber ich glaube, es ist wirklich notwendig. Ich habe echt gedacht, es geht ohne, aber... Da habe ich mich echt geirrt. Das Schlimme ist, ich habe es mir aber an der Stelle auch noch gedacht, soll ich da Türme bauen, aber na, nee, wird schon gehen. Genau wie mit alten Leuten. Ah nee, das schafft er schon, dass er jeden Tag zum Essen läuft. Und irgendwann schaffen sie es halt nicht mehr. Und daran denkt man halt nicht. Auch wenn es traurig ist. Ihr schießt die Höchsten raus. Ne, ihr geht mal mit darüber. Mir läuft die Zeit davon. Das macht mir gerade am meisten Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Dass wir einfach keine Zeit haben, über die Zeit zu reden, denn so viel Zeit haben wir nicht. Ah, da haben wir schon das Geld mit verbaut. Irgendwer hat hier den abgerissen. Ehrlich gesagt, ihr bleibt mal da. Du holst mal das. Wenn das einmal läuft mit den Scharfschützen, dann läuft's. Wenn ihr eine gewisse Masse überschritten habt, dann sind die eigentlich unaufhaltbar. Und das ist sehr schön. Ja, aber ich brauche Scharfschützen wieder rein. Die 1000 Leute machen mir wenig Sorgen. Aber ob wir es mit Räumen schaffen, das macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Vor allem habe ich das Gefühl, es werden immer mehr Gegner. Los! Attacke! Das hat mein ausbildender Stabsfeldwebel immer gesagt. Wenn er irgendwas von dir wollte und du losmachen solltest, hat er mal Attacke gesagt. Man fragt sich ja manchmal, was aus den Leuten wird, wenn man sie aus dem Blickfeld verliert. Vor allem seine Schulkameraden. Dank Facebook weiß man es bei einigen. Aber auch nicht bei allen. Und bei einigen will man es gar nicht. Oh doch, man will eigentlich auch die einen früher immer genervt haben und alles, das will man doch alles wissen, denn man will eigentlich sehen, dass die so richtig schön auf die Fresse geflogen sind. Und meistens ist es auch so. Gerade die
Rowdies und alles, die bringen es eher selten im Leben dann sowas. Mann, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich es unbedingt geschafft habe, aber ich sag's mal so, es geht mir gut. Bis auf diese blöde Schnupfen, aber ansonsten geht's mir gut. Oh, den ersten Scharfschützen wieder ran, schön. Sniper is ready. Our soldiers are in trouble. Nothing better than pushing a bullet through some brains. Lauf mal weg. Ich wollte gerade sagen, ich sehe ja nichts weiter. Wo denn? Auf der Karte wird nichts angezeigt. Ich sehe auf der Karte nichts. Wo ist jetzt gerade jemand gestorben? Ich hab doch nirgendwo anders mehr Soldaten, oder? Sehr schön, jetzt haben wir das hier schon was geräumt. Wie viel haben wir denn jetzt? 31, das reicht auf keinen Fall für Giganten. Da ist auch ein Zugang. Oder ist der zu dem Giganten gelaufen? Könnte natürlich sein. Man kann sich mit den Giganten anlegen, aber das sollte man nicht einfach so machen. Wenn man das einfach so macht, ist es kein Wunder, wenn man stirbt. Ja, jetzt fangen die Scharfschützen langsam an aufzuleveln. Das geht dann relativ schnell mit einmal. Sollten wir aber ein bisschen weitermachen bei den Häusern. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie jetzt doch nochmal hier durchkommen. Der Teufel ist zwar ein Eichhörnchen, aber auch Eichhörnchen sind nicht allmächtig. Wir sammeln uns mal hier. Ja, das ist genauso schnell wie die. Und mir fällt gerade auf, es ist nicht ganz die gefrorene. In der gefrorenen Hochebene hast du auch 30% mehr Energiekosten. Aber es gibt einen feisten Unterschied. Nämlich, dass wir nicht mehr. Also die Einheiten bewegen sich langsamer. Das ist der größte Unterschied. Komisch, an die Ballisten und mit einmal ist Ruhe. Was will ich denn als nächstes an Forschung haben? Auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte, dass sie unten angreifen, werde ich dann trotzdem hier eine Balliste ersetzen. Mehr Farm, mehr Hütten. 1000 braucht man. 1000. Kein Problem. Attention. Building completed. Sniper is ready. Ich glaube, die gehen auch davon aus, dass man hier vielleicht schon Steinmauern hat. Deshalb hier noch mehr Stein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man den Steinmetz hat, dass man sofort Steinhäuser bauen kann. Kümmern wir uns erstmal um ein paar neue Schnipper. Den will ich auf keinen Fall anlocken. Geh woanders hin, machst mir Angst. Geh weg, du Klops.
diesen Infektionsbeulen hier. Sniper is ready. Was soll der eigentlich hier sämtliche schwächeren Einheiten aufhalten? Sniper is ready. Hab mir's anders überlegt. Das ist scheiße. Just give me something to shoot. Das hält dir nicht auf. Sniper is ready. Bleib ja weg. Wie gesagt, er macht 160 Schaden. Das, die Holzwelle hier halten nicht wirklich was. Da schlägt er dreimal dran, dann sind die weg. Attention. Building completed. Und er ist angepisst. Wenn der sich entscheidet anzugreifen, dann... I need to kill something. Seht ihr, wie weit er schlagen kann? Stehen bleiben. Lauft! Ich kann hier noch ein bisschen was herbauen. Yes, tell me what to kill. Wenn der einmal sauer ist. Ich war es doch gar nicht. Hier, Ablenkung. Giganten können ja echt auf den Sack gehen. Das funktioniert ganz gut, wenn man sie ärgert. Aber sie sind nicht unsterblich. So klingt es übrigens auch, wenn meine Katze hinfällt. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Oh, verschwende schon wieder Gelder. Ich könnte eigentlich auch hier oben... Spricht doch nichts dagegen, oder? Brauche ich mir eigentlich auch keine Sorgen mehr machen. Der sollte eigentlich noch nicht kommen. Ich finde es gut, dass sie echt, die haben echt bedacht, dass wie unterschiedlich die Leute skillen können. Genau aus dem Grund wird's hier, gibt's hier auch schon Öl. Wahrscheinlich haben sie genau abgerechnet, ausgerechnet, ab wie viel das passieren könnte. Dass man zum Beispiel schon Öl hat. Immer noch 30, ein paar Mal verloren. Aber nichts, was sich nicht mit ein bisschen Kleber wieder richten lässt. Sniper is ready. Sniper is ready. Building completed. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Geld. Die locken hier schön alle an. Ich dachte, ich habe Geld gekriegt. Da habe ich mich wohl geirrt. Das war bloß das, was überschüssig an Holz war und das wir verkauft haben. Das ist jetzt unser Gebiet. Sag mal, werden es immer mehr, je länger es dauert?
Bin ich echt scheiße. Ah, die Scharfschützen halten ein bisschen was ab. Oder sind die jetzt gerade nur angepisst, weil wir da hinten alles wegräumen? Ich glaube wirklich, das wird immer schlimmer. Je länger wir warten. Hier wäre eine Balliste echt schön. Und das hier ist eine sauschlechte Idee, auch wenn ihr Veteran seid. Warum geht ihr trotzdem runter? Alle rennen da hoch, aber nein. Die Querulanten möchten das ja nicht. Läuft eigentlich der Zug? Sniper is ready. Sniper is ready. Ach, dann macht doch, was ihr wollt. Building completed. Our soldiers are in trouble. Ja, sowas passiert, wenn man alleine rumrennt in der Zombie-Apokalypse. Obwohl man sich auf andere verlassen muss. Und wenn es jetzt wie bei Project Zomboid wäre, schon hätte man eine Infektion drin. In der Kolonie. Zum Glück ist das hier nicht so. Komm schon. Ah, jetzt hakelt's Beförderung. Auch sehr schön. Sniper is ready. Sniper is ready. Das geht hier. Das kann man nicht auf jeder Karte übrigens so machen mit diesem Befehl. Das kann nämlich auch derbe ins Auge gehen. Da braucht man nämlich teilweise eigentlich viel, viel mehr. Vor allem auf der letzten Karte, wenn ihr auf einer hohen Schwierigkeit spielt. Braucht es um die 50 Scharfschützen, sonst werden die gefrühstückt. Noch besser ist, ihr habt Titanen dabei. Die werden wir garantiert auch noch sehen. Irgendwas sagt mir, dass wir nämlich noch sehr weit kommen werden. Ich weiß aber jetzt, die Wespen sind zwar cool, aber ich glaube, in den letzten Missionen werden die mir nicht viel bringen. Deshalb muss ich höchstwahrscheinlich dann auf andere Sachen erstmal gehen. Ah, hier oben ist geräumt. Die sind mutig. Ja, macht mal auch von hier unten. Ein bisschen Ablenkung wäre nicht schlecht. Entschuldigung, ich bin ins Mikro gekommen. Ist was mit dem Holz? Wieder Holz da. Die verbinden sich, das ist gar nicht schlecht. Aber ich glaube, die gehen gleich hier runter. Ist egal, ob ich jetzt hier zubaue. Wir haben schon fast genug Leute. 2, 4, 6, 9. Das reicht schon. Die Leute haben wir dann, wenn der Zug das nächste Mal kommt. Man kann natürlich auch Kraftwerke bauen.
Der ist echt mutig. Wenn die sich nämlich entschließen anzugreifen, machen die den fertig. Ein Glück ist das jetzt laut genug, damit die es nicht mitkriegen. Ein einzelner Schuss ist noch nicht so schlimm, aber wenn dann viele Schüsse rumballern, dann erreicht das eine Lautstärke, die hässlich ist. Nicht nur fürs Ohr, sondern auch anhand der Gegner. So, in 6 Stunden, dann habe ich auf jeden Fall genug. Geräumt ist die Karte gleich. Die bringt uns auf jeden Fall sehr gut Rohstoffe. Oh, mehr Scharfschützen. Mehr Scharfschützen. Die Kolonie soll ja nach mir noch existieren. Klar, wir bauen die auf, kriegen da Rohstoffe, aber eigentlich müsste die Kolonie ja weiter wachsen. Die müsste mehr Scharfschützen produzieren. Ich würde gerne diese 62 Scharfschützen mitnehmen in so eine Säuberungsmission. Muss es irgendwo noch eingeben. Sucht meine Lemminge. Sniper is ready. Sniper is ready. Nase ist noch nicht wieder gut, Entschuldigung. Ah, da geht's weiter. Das ist garantiert eine gefrorene See ist bestimmt eine starke. Sind wir schon bei der 3. Und hier. Boah. Das. Ich glaube, als nächstes gehe ich hier runter. Ich will dann erstmal die Level 2er Städte machen. Das geht bis Level 5. Müsste ich mir echt überlegen. Das ist auch gar nicht schlecht. Aber eigentlich müsste ich jetzt auf irgendwas gehen, was mir die Soldaten verbessert. Ich habe nicht genug. Das hier wäre nicht schlecht. Unwichtig. Moment. Das könnte ich eigentlich weglassen, weil es hier später auch noch das hier gibt. Ach, das ist so coole Sachen. Die Folgen werden viel länger, als sie eigentlich werden sollen. Autonome Waffen? Ah, 23 Gold. Die kann ich auch so bauen. Geht eigentlich. Ach so, okay, das bringt einfach nur 200 Imperienpunkte dazu. Hier würde ich sofort auf Steinhäuser gehen. Also das hier ist wirklich, was ich nicht brauche. Medizin würde sich eigentlich echt lohnen.
auch was Cooles. Ich wüsste wirklich gern, wie viel kriege ich letzten Endes an Forschungspunkten. Oh. Ah, die Akademie der Unsterblichen. Das ist wirklich ein Gebäude, was sich lohnt. Ich will das Ding haben. Ich denke aber, dass ich mit zunehmend... Ich werde immer mehr kriegen. Ich glaube, ich gehe dann erstmal auf... das hier. Auf Medizin. Schon echt viel infizierter. Das soll aber das nächste Mal mein Problem sein. Was war hier noch alles? Boah, das sind echt so viele. Kann ich vielleicht beim nächsten Mal einfach ein Dings machen, ihr wisst schon. Boah. Hey, hatte ich ja nicht irgendwo 3? Oh, die Schwärme werden nicht mehr angezeigt, okay. Egal, das war Let's Play Serie Billings für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und wie wir sehen, dass wir schreiten nach und nach vor. Wie gesagt, wir spielen auf Schwierigkeit Albtraum. Ey, Moment, das gab's doch erst noch nicht. Das wurde doch anfangs nicht angezeigt, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin doch aufs Höchste gegangen, oder? 800? Es sind 20.000. Ja, klar, warum nicht? Der ist dazugekommen, kann das sein? Ach, die haben sogar einen Namen. Eda. Heißt die alle Eda? Eda ist ein Schwarm. Egal. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.